versucht hier den Tor und lässt auf! Wie ist das möglich? Ich lebe dafür. Mehr als jeder andere. Der Anfang war nicht leicht. Ich habe in Dischingen gearbeitet, bei Warta, in 3 Schichten. Da habe ich schon Kampfsport gemacht. Bei Nachtschicht war ich immer total kaputt. Ich habe vor der Nachtschicht trainiert, Boxen. Ich war aber total fertig auf der Arbeit. Knallrote Augen, müde. Zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich überhaupt nicht an eine Karriere gedacht. Ich habe Spätschicht gearbeitet. Dann habe ich morgens um 8 die Kleine in den Kindergarten gebracht. Und dann bin ich hierher gefahren, nach Stuttgart. Von 10 bis um 12 trainiert. Und dann von dort direkt schnell Richtung Arbeit, auf Parkplatz, Mittagsschlaf gemacht, 15 Minuten nebenher gegessen. Dann meinen Blaumann angezogen und dann 10 bis 12 Stunden gearbeitet. Dann nach Hause, schlafen, essen und dann abends nach Nördlingen zum Boxen. Und dann war der Hauptsponsor da. Da konnte ich mich dann für meinen Traum entscheiden. Da habe ich meinen Job gekündigt. Das war natürlich schon so ein Schock, weil du denkst, so kommst du klar, kannst du deine Miete bezahlen, du musst einkaufen. Dann sind viele hergekommen, bist du dir sicher und Dings. Ich wusste, auf was ich hinarbeite. Das war mein Traum. Man findet Arbeit, wenn man arbeiten will. Aber die Chance, was mir da geboten worden ist, kriegst du vielleicht einmal. Ich habe die Entscheidung getroffen und der Weg war klar. Als ich angefangen habe mit dem MMA, hat Veličković in der UFC schon gekämpft. Und 6 Jahre später kämpfe ich gegen ihn. Und jetzt guck dir mal an, was hier in der Halle los ist, wenn der seinen Weg in den Käfig macht. Ladies and gentlemen, this is the last quarterfinal of Deep Sport Game Changer, 1 Million Euro Pyramid. Als ich reingelaufen bin, das hätte ich niemals erwartet. Wird super spät zum Kampfsport gekommen und trotzdem jetzt hier schon ein wirklicher Star, wird vom Publikum gefeiert. Gameplan war, ihn von Anfang an zu unter Druck setzen, zeigen, wer der Chef ist im Ring. Jetzt geht's los. Oh, Jungwirth wird heute kein Shake Hands geben. Da kommt direkt der erste Körpertreffer und der macht Druck von der ersten Sekunde an. Oh! Haken! Er ist angeklingelt! Das war ein Treffer, den ich nicht gesehen habe. Oh! Muss aufpassen, dass er hier nicht im Rear Naked Choke landet. Ich habe mich ja am Anfang noch gut verteidigt, aber der ist reingerutscht. Und da, wo er gleich drin war, habe ich schon gemerkt, scheiße, fuck. Und jetzt ist der Rear Naked Choke drin. Oh, ich glaube, das Ding ist zu. Aber die Hand ist unter dem Kinn, das heißt, da kommt kein Blut mehr durch. Er beißt sich noch irgendwie durch, er versucht den Arm. Wow! Ich habe ja schon mal gegen den Kalasnic so verloren und das ging mir durch den Kopf. Da habe ich gesagt, nein, steh auf, heute nicht so. Wenn du fällst, dann wie ein Mann. Und nicht wie eine Frau am Boden liegen. Jungel versucht aufzustehen. Das gibt es nicht. Das gibt es hier nicht. Christian Jungel steht auf. Hat aber nicht mehr viel dagegen zu setzen. Veličković versucht hier den Tor und lässt los. Jungel überlebt diesen Rear-Naked Choke. Wow. Wie ist das möglich? Als ich da rausgekommen bin, habe ich es gesehen an seinen Augen, dass der verwundert war. Wie konnte der das überleben? Was für eine erste Runde! Also nur Gott weiß, wie der aus dieser Submission rauskam. Und Jungwirth macht weiter. Jungwirth geht nach vorne, macht Druck, gibt Veličković eben keinen Platz zum Atmen. Veličković kommt mit dem Highkick. Jungwirth trifft mit dem Kick. Wahnsinns-Comeback von Christian Jungwirth, der die zweite Runde direkt Druck gemacht hat und Bojan Veličković wirklich unter Druck setzen konnte. Die meiste Zeit der zweiten Runde.
Wow! Hier ist aber Stimmung in der Bude. Mamma mia! Er hat es halt dann praktisch. Und Jung wird wieder im Vorwärtsgang. Springt mit dem Knie rein. Somit hat er sich die Runden gesichert. Noch eine Minute 20 in diesem Kampf. Wow! Christian Junge hat seinen Namen nochmal auf ein ganz neues Level gehoben mit dieser Leistung heute. Also, dass der Chris verloren hat in Oberhausen, ich fand es jetzt nicht schlimm. Ich war stolz einfach auf ihn. Er kann auch selber auf sich stolz sein. Für uns alle oder für viele ist er da eigentlich echt als Gewinner rausgekommen. Ich kämpfe für meine Familie und für meine Freiheit. Dafür kämpfe ich. Das habe ich mir alles hart erarbeitet. Ich komme von ganz unten. Von ganz unten. Step by step. Immer weiter. Ja. Ich lebe dafür. Mehr als jeder andere. Die Leute, die haben mir Nachrichten geschrieben, dass ich ein Vorbild bin für sie. Und das zeigt mir einfach, dass ich alles richtig mache auf meinem Weg. Dass ich die Leute mitreise mit mir und dass sie zu mir aufsehen. Und das motiviert mich einfach noch mehr, mich zu verbessern. Er ist ein sehr guter Papa, ja. Und ein sehr guter Mann. Und hat ein richtig gutes Herz. Der ist einfach so, wie er ist. Und der wird hoffentlich auch immer so bleiben. Soll ich los? Wir schauen nur zu. Ich habe immer als Kind davon geträumt, Profisportler zu werden. Fußball habe ich angefangen, da war ich, glaube ich, 8. Das Fußballspiel in Aalen wurde ich eingeladen von dem Präsidenten. Hat mich gefragt, ob ich gerne mitspielen würde bei dem Promispiel. Ich kenne Christian schon seit 20 Jahren und wir verfolgen natürlich auch im Profifußball den Weg von Christian. Die ganze MMA, das ist eine sehr spannende Geschichte für uns und auch. Die Gefühle, das ist schön, mal wieder auf dem Platz zu stehen. Aber ganz komisch fühlt sich das an, mit den Beinen, mit den Fußballschuhen wieder anzuhaben. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich gespielt habe, war vor 13 Jahren. Ich musste verletzungsbedingt mit 22 Jahren aufhören. Die schlimmste Niederlage, die ich hatte bis dahin im Leben. Ich bin depressiv geworden, weil dein Kindheitstraum ist der Platz. Keine Ausbildung fertig gemacht, war schlecht in der Schule, weil mein Ding war immer nur Fußball. Da habe ich lange gebraucht, bis ich da aus der Depression rausgekommen bin. Dann durch Zufall zum Boxen dann reingestolpert. Und das habe ich dann gemerkt, das hat mir wieder die Flamme, die ich hatte als Kind, als ich Fußball gespielt habe, doppelt so entfacht. Mehr brennt jetzt mein Herz dafür. Ich habe mein Kindheitstraum als Profisportler, lebe ich jetzt, habe ich wahrgemacht. Good morning, boss. I'm back in the training. Give me for Frankfurt, give me 5 rounds, 5 mal 5 minutes, give me this. Also Samstag war der Kampf und am Freitag, in der Woche dann, habe ich dem das Video geschickt. Wo ich beim Joggen war, habe ich noch beide blaue Augen gehabt und habe dem das Video geschickt. Der Chris ist ein verrückter Mann einfach, mit einem positiven Schaden. Ich bin immer vorbereitet für 5x5, ich könnte morgen 5x5 kämpfen. 3 Runden ist für mich, das ist, ja. Bis ich da richtig warm werde, ist der Kampf schon vorbei. Der Chris, der kam jetzt nach 2 Wochen Trainingspause, kam zu mir. Er hat gemeint, er hat schon wieder Lust zu kämpfen, in den Käfig zu steigen. Jeden Tag verbessere ich mich, weil ich Bock habe, mich zu verbessern. Ich will mich verbessern und ich werde mich verbessern. Und man sieht auch bei seinen Kämpfen, dass er sich von Kampf zu Kampf auch steigert. Das ist, denke ich mal, schon das, was ihn auszeichnet auch. Er ist unglaublich diszipliniert, er hat Kraft, er wird nicht müde. Die Leute, die wissen, dass bei mir jeder Kampf geht zur Sache.
Das wissen auch meine Gegner. Und es ist nicht einfach, mit mir im Ring zu stehen. Und so soll es auch sein, ja. Er ist für mich ein richtiger Athlet. Er arbeitet permanent dran, sich zu verbessern. Ist ein unglaublich mental starker Kämpfer. Jetzt, nach über 20 Kämpfen, er muss seinen Stil den anderen aufzwingen. Die Leute müssen sich an ihn anpassen. Ja, das ist unser Ansatz. Ich will einfach den Octagon-Titel holen. Das ist mein Ziel. Und das werde ich auch holen. Eines Tages. Wenn nicht heute, wenn nicht morgen, aber eines Tages. Festhallen-Atmosphäre bei euch zu Hause im Pay-Per-View auf octagon.tv.